So, ich hoffe mal, die Performance legt sich gleich wieder. Die ist nämlich gerade noch ein bisschen scheiße. Aber ich bin es gewohnt. Ich habe einen scheiß PC. Wir spielen wieder heute hier mit mir und dem deutschen Unitary Roman Republic Empire of the Undead Krabben. Oder so. Sieht auf alle Fälle sehr schön aus. Wo haben wir denn stehen geblieben? Wir hatten eine große... Ah ja. Ah ja, ich erinnere mich tatsächlich. Ja, wir hatten ja... Stimmt, wir überrumpeln ja aktuell die russischen Freunde. Oder Feinde. Was auch immer sie sein mögen. Alles Feinde. Alles Feinde. Na gut, haben wir auch schon das durch. Achso, die wollen ja jetzt noch Schiffsdoktrin. Da. Die Briten müssen wir uns immer. Ja, ist krass eigentlich, ja. Jetzt chillen wir schon Ewigkeiten hier drin. Das Ding ist, ich sitze hier halb am Bildschirm dran. Das Ding ist ja, wir wollen ja, ich möchte ja das alles dann zu einer super Kampagne zusammenschneiden, die dann circa 10, 11, 12 Stunden gehen wird. Also je nachdem, wie lange das jetzt hier noch dauert. Juicy. Juicy, juicy. Yo, yo, yo. Stimmschiffe haben wir an sich genug. Huch. Mörchen. Mörchen Sie sich. Trotz allem, Kameraden, ist es an der Zeit, geeint zu stehen gegen die Feinde des deutschen, römischen Unitary. Waren so wir? Mit denen da oben liegen wir nicht im Krieg. Genau, da helfen wir noch den Norwegern. Die Argentinien konkordet. Juckt mich natürlich nicht direkt. Ich denke mal, die Russen kapitulieren. Das wird auf alle Fälle auch performance-technisch einen guten Schritt nach vorne machen, normalerweise. Tudu. Truppen haben sie eh keine mehr. So, da ist Jekaterinburg. Nee, Jekaterinburg. Wird wahrscheinlich irgendwas mit einer Katharin zu tun haben. Da ich ja auch sehr interessiert bin an historischen Dingen. Googeln wir einfach mal Jekaterinburg, weil es mich interessiert, woher der Name kommt. Doch bestimmt. Genau. Jekaterinburg ist nach Moskau, St. Petersburg und Novosibirsk die viertgrößte Stadt und Zentrum der drittwichtigsten Region Russlands. Aha. In der Stadt haben sich auch mehrere Generalkonsulate niedergelassen, darunter die USA, Tschechien, Großbritannien, Deutschland und Österreich. Schau an. Und woher kommt jetzt der Name? Leitet sich ab von der Kaiserin Katharina die Erste. Ja, deswegen halt auch Katharin, ne? Dachte ich mir schon. Ja, habe ich mir schon gedacht. Wusste ich schon. War logisch, klar. Ich habe auch die Katharina, die ist ja auch eine alte Freundin von mir gewesen damals. Da, wir haben viel Tee getrunken und Bären gejagt auch. Da hat man mal viel Spaß. Ja, nee halt. So nicht. Macht euch auf gen Süden. Wir überpushen den Iran, meine Freunde. Die Republic of Iran. Atomreaktoren? Ja, braucht man dringend, Alter, weil es geht ja nicht, dass sie mir den ganzen Tag die Bude wegscheißen und ich hier nicht in der Lage bin, mich zu verteidigen. Das ist ja höchst diskriminierend jeglichen Krabben gegenüber. Schöne Musik. Da bin ich doch gut gelaunt am Welterobern. Der Irak wurde gerufen. Ja. Was mit Armenien? Die afrikanische Koalition. Mit der ich ja leider nicht im Krieg liege. Weil ich ja gefühlt mit allen im Krieg liege. Aber nein, mit denen tatsächlich nicht. Was ich sehr positiv finde. Kann man denn so schlecht... Wir haben plus 60, plus 65 und kommen auf minus... Ja... Base Value ist halt scheiße.
Weil wir ein paar Leute im Kampf verloren haben. Ja, was soll ich denn machen, Alter? Die sterben halt auch einfach. Ist meine Schuld oder was? Ach, scheiß auf die Spione. Ich hab keinen Bock drauf. Spione sind so nutzlos. Ich reg mich jeden Tag aufs Neue drüber auf. Deswegen lassen wir es jetzt heute einfach mal. Nein, ich werde mich jetzt nicht bewegen. Ich liebe das, wenn irgendeine Uhr mir sagt, ich soll mich bewegen. Digga, ich sitze erst seit einer Stunde. Sie sagen mir nicht, was ich zu tun und nicht zu tun habe. Wer ist denn das überhaupt? Usbekistan. Müssen wir irgendwas manuell machen hier oder kriegen die das selber hin? Sieht mir erstmal ganz gut aus, Freunde. Ja, ihr seid ja allesamt höchst fähiges Personal. Achso. Naja. Improved Anti-Tank. Jetzt kommen wir langsam zu den etwas besseren Sachen. Step für Step arbeiten wir uns auch waffentechnisch voran. Ja, schau mal, da kommen wir easy durch, Alter. Der Iran existiert gar nicht. Das ist quasi einfach nur ein Fehler auf der Landkarte. Eigentlich nicht existent. Aber aus irgendwelchen Gründen sind sie da. Aber keiner weiß warum, ja. Die Chinesen sind ja auch schon vorhanden. Das liegt daran, dass sie die Gebiete erobert haben. Das einzige Problem wird jetzt dann nur gleich die hässlichen Frontverschiebungen. Weil da leider ein paar unpassierbare Terrans sein sollten, oder? Also unpassierbare Gebiete, oder gibt es in der Mod keine? Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe seit 20 Jahren hier drüben nicht mehr gekämpft in der Mod. Ne, hier, schau. Da kommst du nicht vorbei. Also Hannibal ist zwar über die Alpen gekommen mit seinen fetten Elefanten, aber ich kann meine Soldaten hier nicht durch kleinere Hügelgebiete schicken. Kleinere Hügelgebiete, ne? Habt ihr verstanden, oder? Hoffe ich doch. Wenn nicht, dann halt nicht. Warum kommen wir jetzt da nicht hin? Cannot move to a location owned by Marxist Finland. Ach, das haben die Lappen. Ah, und das auch, oder was? Ah. Das ist natürlich blöd, ne? Dass die Finder ihre Finger im Spiel haben. Geht halt einfach da und dahin. Stell doch nicht so blöd an. Von dort aus können sie eh nicht angreifen. Sehr schön. Hervorragend. Sehr gute Arbeit haben sie geleistet, Kameraden. Am heutigen Tage wird ihr heldenhafter Mut und Einsatz niemals vergessen werden. Oder so in der Art. So, dann schicken wir jetzt die ganzen... Wie viele Divisionen sind das? 14. Wie viele Divisionen sind das hier? Die noch keine Aufträge. Ja, wobei, das ist ja eine einzelne Front, ne? Die können wir auch einfach alle hier reinschicken. Die greifen jetzt zwar rückwärts an, aber das ist nicht so schlimm. Ich sag mal, Rückzug ist die beste Offensive. Und deswegen alles cool. In Kabul. Oder? Schauen wir mal. Wird sich zeigen. Was ist das hier? Isfahan. Kann den Namen nicht aussprechen. Bükan. Oder Bukan? Büken? Bükan? Mein Iranisch ist not yellow from tech. Aber auch schön zu sehen, dass hier auch noch viele Italiener zum Beispiel mit vertreten sind. Ne? Italienische Republik. Gibt's zwar seit 77 Jahren nicht mehr. Aber hier sind sie noch vertreten. Und lassen sich hier alle einkesseln. Und damit auch wieder beseitigen. Aber schauen wir mal die gesamten Manpower-Stärke-Verhältnisse aktuell so an. 4 Millionen. Ja, die sind auf alle Fälle highly überlegen. Die haben überhaupt keine Truppen mehr. Wir haben die komplett wegrasiert. Ich glaube, China hat auch ein bisschen Probleme mit sich selber. Ich habe das Gefühl, dass sie so ein bisschen... Ja, vielleicht sogar mit der Bevölkerung Probleme haben. Aufstände. Da geht nicht mehr so viel bei den Chinesen. Der guckt zwar immer noch sehr, aber selbst siegussicher in die Kamera.
Haben auch viele Fabriken, haben auch eine mögliche Manpower von 300 Millionen. Aber die können sich scheinbar nicht ins Feld bringen. Das kann viele Gründe haben, einfach. Inaktivität der Rekrutierungsapparate, Zusammenbruch der Wirtschaft oder Zusammenbruch des sozialen Systems. Ne? Dadurch, dass halt schon allein durch meine Hand in den letzten Jahren 2 Millionen Chinesen besiegt wurden, plus die anderen Kriege, die noch liefen nebenbei. Ne? Das kann auch schon mal zum Kollaps einer Nation führen. Das darf man echt nicht außer Acht lassen. So, ihr holt mal bitte Basra. New Republic of Iraq. Hä, aber das haben wir doch jetzt erobert. Hä, oder? Hä? The fuck? Wollen Sie mich gerade verarschen? Oder was wird das hier? Ja gut, okay, dann widmen wir uns hier voll und ganz Indien. Na, das ist scheiße. Mach mal andersrum. Die sollen weiter hier oben pushen. Weil die Front einfach größer ist und die Truppen sind ja an sich schwächer. Deswegen sollen die hier im Süden das Ganze übernehmen und Operation Freedom for Indien ausrufen. Ich wollte schon sagen Freedom for Tibet, aber da gab es ja auch mal vor Ewigkeiten noch Proteste, ne? Für Tibet. Hat man auch nie wieder was von gehört, ne? So, jetzt bringt er erstmal alle schnell in Position. Kann irgendwas mit meiner politischen Macht machen. Ah ja, Öl. Öl ist immer gut. Und wir sprechen zu den Truppen. Leute, es ist alles in Ordnung. Ein paar Millionen sind tot. Unsere Linien sind zerfleddert wie ein Schweizer Käsekuchen, aber wir befinden uns in den besten Jahren aller Zeiten, im besten deutschen Vereinigten Reich aller Zeiten dürft ihr leben. Und ich glaube, das ist schon eine große Ehre. Okay, Infanterie-Equipment bessert sich langsam. Motorized ist wieder on top. Das heißt, Motorized schrauben wir einmal komplett die Daddy Becky, Decky Decky. So, Support Equipment, das sollte auch nicht allzu lange dauern. Wo sind denn die Waffen eigentlich? Ach, da oben, lol. Hi, Beams, 1 blöd. Ja, wir haben kein Wirtschaftswachstum mehr. Super, Land ist im Arsch. Tschut, tschut. So, keine Sorge, gleich geht's hier weiter. Müssen jetzt nur aufpassen. Ja, genau, das dachte ich mir. Diese dreckigen Sandwürmer. Hier im Spiel natürlich, nur nicht in echt. Weil die da wieder rausgekrochen kommen. Schaut euch an, die liegen mit allen im Krieg. Aber mit mir kann man das ja wieder machen. Weil ich, wenn ich die erobere, dann die Gebiete nicht bekomme, weil man denkt, nein, wir möchten das für uns haben. Wir möchten gerne selber die Gebiete in Besitz nehmen. Das ist dann wieder das Endergebnis. Das ist wieder jetzt das, womit du dich hier rumschlagen kannst. Ich könnte einen Bratwurstapfel kotzen, Mann. Ich werde fuchtig, echt. So, ihr führt bitte einfach wieder Offensiven aus. Ohne Rücksicht auf Verluste und eigenes Leben. Und die Russische Föderation steht kurz vor der Kapitulation. Vielleicht kessel ihr die einfach mal schnell ein. Und das ist auch so ein Ding jetzt. Warum wird jetzt hier komplett die Armee abgezogen? Warum? Ihr kämpft doch hier noch. Da sind doch noch Feinde. Warum zieht man dann da an der Stelle die Armee ab? Weißt du, das verstehe ich nicht sowas. Da bin ich zu blöd für, okay? Sei ich ganz ehrlich, da bin ich zu dumm für. Das verstehe ich nicht. Ich bin ein dummes Lebewesen, was diese Sachen nicht versteht. Ich verstehe nur, dass wir... Also ich finde, das ist halt auch irgendwie, also keine Ahnung. Die Italienische Republik da oben wollt ihr nicht erobern, oder was? Ein Joke, oder wie? Wart mal schnell mit dem Zug dahin, oder auch nicht? Wenn da überhaupt Truppen stehen. Ich glaube eh nicht, dass da Truppen stehen. Ich denke mal, das wird unbewacht sein. Hallo?
Hä, warum können sie da nicht hin? Hä? Novosibirsk. War auch eine Großstadt, ne? Hab ich doch gerade gegoogelt, oder? Novosibirsk. Ja, Novosibirsk. Yes, yes, yes. Genau. Kasachstani. Jetzt mal ohne Witz, was sind die größten russischen Städte? Alle? Größten... Oder die 10 größten russischen Städte. Ja, nicht eine Reise durch Russland. Ich will einfach eine super simple Liste. Kann doch nicht so schwer sein. Ja, tatsächlich. Moskau, 13 Millionen Einwohner. St. Petersburg, oh, Petersburg genannt, 5,6 Millionen Einwohner. Ein paar Sekunden. Novosibirsk. Ah, Novosibirsk ist sogar größer als Jekaterinburg. Habe ich ja vorher gelesen, ne? Mit 1,6 Millionen. Jekaterinburg mit 1,5. Danach kommt Kasan, 1,3. Nischni Novgorod, 1,2. Kann ich nicht vorlesen, weil ich den Namen nicht auslesen kann. Krasnojarsk 1,1, Samara 1,1 und Ufa 1,1. Eigentlich schon krass, ne? Diese Unterschiede. 13 Millionen, 5,6 Millionen und dann hast du immer noch 1,6 und dann jede Menge so mit einer Million oder so. Ist aber trotzdem krass. So. Die Kasachstanier haben jetzt ansonsten noch nebenbei kapituliert. Afghanistan ebenfalls. Das ist sehr schlecht in dem Fall jetzt. Weil das die Front gerade komplett lahmgelegt hat, mehr oder weniger. Jetzt kann ich auch gerade nichts machen aus irgendwelchen Gründen. Warum nicht? Hä? Achso, ich habe irgendwo draufgeklickt, wie so ein fetter... Nee, hä? Irgendwas draufgeklickt? Habe ich irgendwas kaputt gemacht schon wieder? Angetreten. Absolut. You are currently editing orders. Nein, was ist denn das? Ah, okay. Ein Bug. Weil ich Alt-Tab gedrückt habe, Freunde. Ein Bug. Alles gut. Der Bug wurde schon behoben. Willkommen in den Bug Wars. Okay. Die Bug Wars. So, wir lassen die Jungs mal jetzt chillen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, so vom Feeling und so von allem gerade, dass die wahrscheinlich gleich mir hier hart auf den Sack gehen werden. Die, ja, genau. Ich hab's mir doch gedacht. Ich hab's mir doch schon. Ich hab's. Ich wusste was. Wisst ihr, ich kenne das Spiel schon so lange. Ich weiß genau, wer macht was. Missile Silos. So, die Spanier, die brauche ich eigentlich gar nicht. Aber wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr gleich mit... Oh, Russland kapituliert, sehr schön. Sehr schlecht. Ne, weiß ich noch nicht, gucken wir mal. So, die Green Armada. Die Green Armada greift hier schön an. Und haut den allen auf die Fresse drauf. Das ist der Plan. Und ihr bleibt hier einfach nur so aus Defensivgründen. Also hier geht es jetzt auch nicht darum, dass man irgendwie groß expandiert oder sowas. Nein, hier einfach nur verteidigen, dass die mir nicht auf den Sack gehen. Das fände ich sehr, sehr, sehr sozial. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Angetreten, weggetreten, umgetreten, ins Knie getreten. So, Russlands Fall dürfte schon mal ein wichtiger Schritt für unsere weitere Zukunft sein. Wie schaut es mit der Wumme aus? Wie schaut es mit der Sub-Equip aus? Sub-Equip ist tatsächlich in der Zwischenzeit full. An allen anderen mangelt es noch. Russland hat uns auch nichts zur Verfügung gestellt, ne? Die haben alles irgendwie verbrannt oder so oder haben versucht zu kämpfen. Ich hoffe, dass die Chinesen noch ein bisschen produzieren, wenn ich sie jetzt dann gleich platt mache. Jawohl, ich bin bereit, die Hölle über die Chinesen einbrechen zu lassen. Und über die Inder. Und die Manpower. Ja, die Garnison, die Garnison.
it's not so easy, you know. 9% Base Value, aber jetzt raiden sie meine Convoys. Haben geradet. Mobilisierungsgeschwindigkeit, ja. Surrender Limit, ja. Prozent, Alter. Das heißt, wenn mir einer vor die Haustür kackt, gebe ich auf, oder was? Klingt jetzt im ersten Moment mal total lustig und so, ne? Wir haben echt alle hart gelacht. Aber so lustig ist es eigentlich gar nicht. Wenn man das jetzt mal ein bisschen neutral zurückverfolgt. So, Handels, irgendwas, Ressourcen? Nix, ne? Wir haben eh viel zu wenig Wirtschaft. Da, da, da. Genau, ihr macht hier einfach schön weiter, so busy. Busy hier, busy da. Hier nicht. Hier, ihr dahin. Und dann einmal vorwärts. Oh, Stress. Nein. Super entspannt alles. Auch in die... Ah, sehr schön. Perfektissimo. Ich will aber keinen Nicht-Angriffspakt mit euch. Genau. Das die Verluste nochmal schön hochpushen. 12,2 Millionen. Jetzt hat Pakistan kapituliert. Das Einzige, was wir jetzt hier machen können, ist diese Single-Fronten löschen. Eine Großfront, weil wir jetzt hier vereint stehen. Kämpfen die noch gegeneinander? Die sind verbündet. Ist auch relativ skandalös, dass die Inder einfach akzeptieren, dass die Chinesen ihre Gebiete besetzen. Also auch wahrscheinlich auch eine Sache, die es in echt wahrscheinlich so niemals geben würde. Also klar, ich meine, wenn es so ist, dann ist es so, dann kannst du nichts machen, aber ich glaube, da würde es schon viel Widerstand geben. Vor allem Indien ist ja auch ein sehr bevölkerungsreiches Land. Das zu befrieden, das ist nicht easy. Also ich denke, da wäre es, wenn Sachen gemacht werden, die hoch verboten und illegal sind, wahrscheinlich die effektivste Methode im Kriegsfall, um sich einfach um die Meinung der internationalen Community scheren, also nicht scheren. Das wäre wahrscheinlich der einfachste Weg, glaube ich, für China, wenn sie da jemals zum Krieg kommen sollte gegen Indien, was aber auch eher unwahrscheinlich ist, aber man weiß nie, was passiert. Man weiß es nie. Aber wenn, müssten die Chinesen halt sehr brutale Methoden anwenden, glaube ich. Um das Land halten zu können. Ansonsten würde das nicht funktionieren. Also nicht in dem Sinne. Also vielleicht kleine, direkt kontrollierte Regionen und den Rest einfach lokale Autonomie. Oder halt zum Verbündeten machen, eigene Regierung einsetzen, solche Sachen. Aber halten komplett, glaube ich, unmöglich. Dafür ist Indien einfach zu groß, zu bevölkerungsreich und auch zu... auch infrastrukturtechnisch einfach schwierig. Du kannst auch nicht richtig reagieren, wenn irgendwo was ist. Also es ist ganz unangenehm. Aber wie gesagt, ich hoffe ja immer aufs Beste, dass es niemals passiert, irgendwo solche Kriege gibt. Beteiligung 80%. Das ist eh relativ wichtig, da ich mir mein Weltreich hier zusammenschaufeln möchte. Der Turban ist auf alle Fälle jetzt auch weg. Nicht viele, aber viel Ausrüstung hoffe ich bestenfalls. Eins, ja, man, boah, leckt's mir am Arsch, ey. Auch auf feindlicher Seite, ja, schaut super aus, aber die Schüsse, die gehen ja die Scheiße, 133.000. Oh, das ist eine gute Karte. Die ist ein bisschen, ne, ist relativ gleich sogar. 200.000 Ausrüstung. Und auch hier knapp das gleiche. Damit kann ich leben, damit kann ich aber nicht leben gerade. Damit kann ich jetzt aber gerade nicht leben. Fahren wir kurz nach Gilgit. Wir haben hier zwar jede Menge Truppen. Weiß nicht, wer das ist. Litauen? Estland? Lettland? Wir hatten noch irgendeinen Verbündeten noch oben, oder? Wer ist das? Lettland. Estland war's. Ich soll kurz die Provinz holen, bitte, dass die sich nicht zurückziehen können. So viel zu dem Versuch. Natürlich hat es nicht funktioniert. Okay, jetzt hat passt. So, China. Wie läuft's denn so?
Unsere Panzer rollen langsam aber sicher Richtung... Okay, Mongolei hat direkt aufgegeben. Hätte auch einfach sagen können, wenn ihr keinen Bock habt, ne? Habt ihr gesehen, Alter? Nein! Warte mal, wir wählen jetzt alle aus. Also wählen jetzt ihn aus, dann jetzt wählen wir die aus. Wählen wir den ab. Ah, scheiße. Jetzt wählen wir den ab und jetzt müssen wir eigentlich nur die... Ah, ich hasse es. Aber bei einer Möglichkeit gibt es ja noch... Die Front dahin, hier. So, das gibt es noch als Möglichkeit. Ja, da hast du jetzt wieder das Problem. Ach, es ist so. Machen wir anders, komm. Wir löschen die Front hier kurz weg. Achtung, Vordergern. So. Jetzt sind sie zwar nicht zugewiesen, aber ich habe immer eine Frontin gemacht. Naja, Leute, wir sehen uns nächste Folge. Wir machen riesen Fortschritte und wir werden nächste Folge dann endlich die Chinesen entfernen und dann den letzten, den großen, den endgültigen finalen Krieg ausrufen gegen die anderen Briten, Spanier, die USA, Mexiko und so weiter. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.